Ich möchte einen kurzen Gedanken mit euch teilen zu dieser spannenden Karte, wo es um Immobilienstandorte in Deutschland geht und eine besondere Region in Deutschland hervorheben. Um was geht's? Es geht um den Versuch, rauszufinden, was ja jeder Immobilieninvestor logischerweise tun muss, welche Standorte in Zukunft gefragt sind, wo gute Lagen entstehen, die vielleicht heute noch nicht so bewertet sind und man dadurch einen Vorteil hat, wenn man jetzt einsteigt. Und es ist mal ganz egal, ob das eine grundsätzlich sehr gute A-Lage ist, B-Lage oder C oder D, also ganz schlecht. Es geht jetzt mir nur darum, die Differenz zu erkennen. Und ihr wisst, ich bin Datenfan oder Stefan und ich sind beide Datenfans und gucken, kann man irgendwas analysieren, kann man irgendwas rausfinden. Ihr kennt bestimmt den Prognos Zukunftsatlas und da drin gibt es ein Ranking, 400 Landkreise in Deutschland sind bewertet, Platz 1 ist München logischerweise, nach Zukunftssicherheit. Und das Ranking ist erstmal der aktuelle Stand, bewertet nach verschiedensten Kriterien, beispielsweise Arbeitsmarktsituation, Bevölkerung und so weiter. Und dann gibt es auch eine Prognose im Prognos Zukunftsatlas, wohin das geht, die nennen das Dynamik. Und dafür gibt es auch eine spezielle Karte. Und ich lese euch mal kurz vor, was Dynamik bei denen heißt. Steht in dem Report, kann man kostenlos runterladen, Prognos, kriegt man so ein PDF. Die Dynamikindikatoren bilden ab, wie sich der Kreis, die Stadt, im Zeitverlauf entwickelt hat. Beispielsweise, wie hat sich die Bevölkerungszahl in der Region entwickelt, konnte der Kreis, die Stadt, in den letzten Jahren Beschäftigung aufbauen. Also es geht quasi um die Veränderung, ist ein Trend zu erkennen, dass die Indikatoren besser werden. Und das ist natürlich eigentlich das, was so in die Zukunft interessant ist und möglicherweise eben heute nicht in den Preisen berücksichtigt ist. So die These, auf jeden Fall ein Indikator. Und ihr wisst, wir haben, also das ist jetzt wilde eigene These, ja? Da muss jeder seine eigenen Sachen finden, an was er glaubt und was er nicht glaubt. Ihr wisst, wir haben um Berlin herum, also jetzt nicht direkt Einzugsgebiet irgendwie, sondern schon dann teilweise eine Stunde weg und so, haben wir einige Häuser gekauft, die wir gerade entwickeln, also in Brandenburg. Und wir glauben an die Geschichte, dass Berlin grundsätzlich expandiert. Und was uns aufgefallen ist, was das untermauert, dass im Prognos ganz deutlich ist, dass die Landkreise um Berlin rum einen extrem guten Dynamikrang haben. Der krasseste ist 7, also von 400 auf Platz 7, während der Landkreis selbst aber aktuell deutlich weiter unten ist, ja, im Gesamtranking quasi, im Ist-Zustand. Und dazu kurz die Dynamikkarte. Das ist jetzt ein Screenshot eben von der Dynamikkarte. Und je dunkler, desto besser ist der Dynamikrang der Region. Ja, nicht aktueller Zustand nochmal, sondern Entwicklung. Und das finde ich relativ krass, wie das die These untermauert hier, dass man sieht, dass um Berlin rum, also hier das Dunkle ist Berlin, das hat natürlich auch eine hohe Dynamik, und dann außenrum ist es relativ dunkel. Und wenn man sich das einfach mal so farblich auf ganz Deutschland anschaut, dann ist es in Brandenburg, da um Berlin rum, eigentlich so dunkel wie wirklich in Süddeutschland, wo man ja weiß, wo es extrem zukunftssicher ist. Aber es ist halt da in Brandenburg noch sehr, sehr viel günstiger, Immobilien zu kaufen. Ich persönlich glaube an diese Geschichte, muss ich auch, weil wir haben da jetzt schon einige Häuser gekauft, die wir gerade entwickeln. Aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. Selbstverständlich ändert das nichts an, wenn ihr es gestern gesehen habt, ein kleines Video mit Max gemacht. Großer Fan von A-Lagen. Brandenburg um Berlin rum ist keine A-Lage, es ist eine C-Lage. Es ist aktuell auch schlecht bewertet, auch günstig. Da kann man für 1.000, 1.500 Euro den Quadratmeter kaufen. Ja, München A-Lage, da kann man für 10.000 Euro den Quadratmeter kaufen. Kommt alles auf die Strategie an, was man machen will und so weiter. Haben wir gestern drüber gesprochen. Für mich gerade interessant, dass es so eine Karte, und das steht auch in dem Ranking drin, also dass es so einen Dynamikrang gibt, der ja versucht, das abzubilden, was eigentlich ein Immobilieninvestor sucht, nämlich die Veränderung zu antizipieren, bevor sie passiert ist. Ich hoffe, das war interessant. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis morgen.